Ja, moin moin, liebe Kunstfreunde, ich habe heute ein Buch mitgebracht, denn genau heute ist der 100-jährigste Geburtstag von Joseph Beuys. Ein Künstler, den ich irgendwie immer wieder mag, der mich seit Schülerzeiten begleitet. Ich habe jahrelang ein Poster bei mir im Zimmer gehabt von einem Erdtelefon, bis dieses Poster wirklich auch nicht mehr hielt und auch kaputt gegangen ist. Und es ist einer von den Künstlern, die den Kunstbegriff für mich eigentlich ja gefasst haben. Also Kurt Schwitters dann auch zu nennen, Michelangelo etc. Aber Joseph Beuys ist der, der mich damals, vielleicht auch heute noch, beeinflusst über den Kunstbegriff, weil Joseph Beuys halt den Kunstbegriff auch erweitern wollte. Joseph Beuys selber ja auch als Philosoph, als Künstler, als Politiker in der Weltgeschichte agiert hat, dementsprechend auch groß damit in den Medien in Erscheinung getreten ist, auch gerne ein das genutzt hat, das heißt seine Meinung kundgetan hat, auch gerne und sehr überspitzt auch provoziert hat. Er immer wieder auch in seinen Reden zu dem Punkt kommt, dass jeder Mensch Kunst ist und wir alle Künstler sein können. Und das hat damals angefangen nach dem Krieg, als er halt die Kriegszeit überlebt hatte und dass er in die Lehre gegangen ist und die Skulptur war es, wo er etwas gesehen hat, dass alles Skulptur ist und diese Erweiterung des Kunstbegriffes für sich, Kunst in der Lebensform zu verankern, kann man toll nachlesen. Das ist ein Büchlein in der Kleinbücherei im Nautilus Verlag. Joseph Beuys, hiermit trete ich aus der Kunst aus. Das sind gesammelte Vorträge, Reden, die er geschrieben bzw. geführt hat, die Spaß machen, sich mit der Person, der Kunstfigur Joseph Beuys und der Privatperson Joseph Beuys auseinanderzusetzen und tief in seine Ideen mal einzustürzen und einfach auch die Bilder, die man von ihm hat, die Fettecken etc., seine Anzüge, sein persönliches Auftreten, auch dieses ja fast schon Schäferhafte, das kriege ich mit diesem Buch ein bisschen Gestalt, sodass wir eintauchen können und auch ein Hauch besser Joseph Beuys vielleicht verstehen werden. Ich wünsche viel Spaß und jetzt, du Künstler, der hier zuhört, lies endlich Joseph Beuys, beziehungsweise viel Spaß beim Lesen. Hauke Hader von der Buchhandlung Adam Schmidt, beziehungsweise vom Blog Leseschatz. Tschüss!